Hallo Freunde, oh mein Gott, hat das lange gedauert. Herzlich willkommen zurück zu Spirit Tracks. Ey, ich habe übelst lange an diesem Peitschenrennen da gesessen und gefarmt. Und Leute, seht euch an, wie viel Geld ich da gelassen habe. 1000 Rubine, Mann! Futsch, weg! Weil der Typ mir einfach nicht die Schätze geben wollte, die ich brauchte, ja? Guckt euch an, guckt einfach ein Bild, sagt mehr als 1000 Worte, zieht euch das rein. Ich habe 16 weiße Perlenketten, 11 Goldmünzen und... Ey, das Allerschlimmste war diese scheiß Ruto-Krone. Also ich erzähle es gerne nochmal, ihr müsst das auf Zeit spielen. Diese Schätze wie schwarze Perlen, weiße Perlen oder auch die Ruto-Krone kriegt man, wenn man unter 1,30 ist, aber über 1,15. Ja? Und diese Jadekugel, die ich jetzt endlich habe hier, das schicke Ding, was wir noch nie vorher gesehen haben, das kriegt man halt erst, das kriegt man nur, wenn man unter 1,15 bleibt. Genauso halt wie den Kram hier oder auch das Teil. Ja? Und deswegen hat es eine Weile gedauert, aber ich habe es geschafft. Wir können uns einen kompletten Zug machen, das ist sehr schön. Aber mir ist auch noch was anderes aufgefallen. Immer als ich das Spiel spielen wollte, hat der Typ, der das leitet, mich gefragt, ob ich ihn nicht mitnehmen will zur Frau. Und dann ist mir aufgefallen, dass man alle hier mitnehmen kann zu der Frau nach Papuzia. Und so, hey, wie wär's, wenn du ihn der Frau vorstellen würdest? Was, du könntest mich einer Frau vorstellen? Oh, ich könnte durchaus etwas Gesellschaft gebrauchen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich habe ein bisschen zu vorschnell gehandelt. Der Typ, der eingestiegen ist, ist der Falsche. Der darf es nicht sein. Und, nee, der ist es auch nicht, aber was will er denn? Hm? Was hat der denn für ein Problem? Sag mal, Marcel, willst du ihn der Frau vorstellen? Nee. Nein, Mann. Ich bin recht beschäftigt. Nein, er soll nicht mitkommen. Was willst du denn? Was ist das denn? Lass mich doch in Ruhe. Die Bäume sind gesund und robust. Ein Haus aus denen hält ewig. Was? Nein. Oh, schade. Komm jetzt gerne wieder. Was wäre denn von mir? Wollte er gerade um sein Holz werben? Nein, und zwar müssen wir... Ich hab jetzt das nicht hinterfragt, weil ich dachte, der Typ hat doch selber mal gesagt, er sucht eine Freundin und so, den wir jetzt eingeladen haben. Aber nein, es muss tatsächlich halt der Bürgermeister sein. Den Bürgermeister würde sie gerne haben wollen. So, sag mal, Marcel, würdest du ihn nicht gerne der Frau vorstellen? Er ist zwar etwas älter, aber doch sehr männlich. Was? Du möchtest mich einer Frau vorstellen? Ich weiß, ich bin doch so schüchtern, aber vielleicht... Ein Versuch ist es wert. Ich hätte ja schon gerne eine Freundin. Fahren wir? Ja, oh yes. Wie, da sitzt ja bereits einer im Zug. Schade beim nächsten Mal. Oh, muss ich den jetzt echt erst abgeben? Und dann von wegen Fail? Ja, den gibt's ja wohl nicht. Da sitzt ja schon einer im Zug. Oh Gott, den will ich jetzt aber nicht abgeben. Okay, Musik schnell mal rausschmeißen. Na, was heißt, wenn wir losfahren? Auf geht. Musik jetzt irgendwie verkacken, dass der keinen Bock hat, mehr mitzufahren. Immer schön Vollbremsungen machen und so was. Ey, das war gut. Dann können wir mal sehen, wie das ist. So, ich glaube, ich fahre mal hier lang, denn hier können wir noch einen Beamer aktivieren. Oh Gott, Leute, ich habe den Falschen mitgenommen. Yeah! Hey, Vorsicht, das ist gefährlich. Was, ich habe sie gerade nicht verstanden, die Reifen haben so gequietscht. Oh shit, ey, das ist... Ey, Mann! Es tut mir so leid. Dum, bum, bum, bum. Upsala. Alter, jetzt ist er richtig sauer. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt getroffen werde. Ob er dann echt Reis ausnimmt. Dum, bum, 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 bum. Aber ich will halt diesen Porter noch aktivieren. Das kann nicht schaden. Und ich werde... Hey, voll ist gefährlich. Alter. So, das war's. Nein, ist das gefährlich. Anhalten, sage ich. Und schon sofort. Jetzt ist er ausgestiegen. Einfach ausgestiegen. Sollen wir es mal versuchen? Nö. So, okay. Ja, nehme ich jetzt einfach den Beamer schnell. Upsala. Den nehme ich schnell den Beamer mit. Das ist ja doch so ein Königsschiff hier, ey. Also ein Königspanzerding. So, hau mal ab. So, dünnendidum. So, kaputt. So, Mann, ich würde jetzt gerne mich nach Hasen umgucken, du scheiß Ding. So, hier sind bestimmt irgendwo Hasen noch. Vielleicht im Wasser. So, der Beamer führt uns natürlich leider ganz woanders hin, wo wir gar nicht hin sollen. Aber Hauptsache, er ist aktiv. Oh, für die Möber beknallt. So. Und zum Swing. So, gut auf der Karte markieren. Das ist... Wir haben schon E, also ist das hier F. So. Und uns fehlen jetzt bloß noch zwei... Zwei. Hier ist eh eine Sackgasse. Ich weiß gar nicht, was das hier soll, aber. So. Jetzt müssten wir. Wo kommen wir jetzt raus? Ach, einfach mal gucken. Weiß ich jetzt nicht. Oh, okay. Hier am Schneetal. Ja, fahr einfach irgendwo dahin. Müssen eh zurück. So, kurz markieren. So, F. Ja, ist ein F. So. So, rückwärts fahren.
Hupe an hier. Yeah, 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 yeah. Oh, sweet. Und wieder zurück. So. Ich hab den falschen mitgenommen und der war erstmal voll sauer. So, dann, wenn wir den Typen haben, mache ich noch einen kleinen Zwischenstopp wieder bei Leinberg und hol mir endlich den Zug, ey, das ist so cool. Ich werde jetzt mal kurz nicht schneiden, ich werde euch mal was über die Züge erzählen. Also es ist ja wirklich ein bisschen besser geregelt als damals noch bei Phantom Hourglass, wo die Schiffsteile random waren, wo du echt einfach Glück haben musstest, ob du da alle zusammenkriegst oder nicht. Hier ist von vornherein klar, hier wird einfach vornherein gesagt, welche Teile man braucht, welche Schätze man eintauschen kann, für welche Teile und so. Deswegen ist es ein bisschen angenehmer, aber, boah, die Kanonenkugeln! Aber, also die Effekte, was das ausmacht. Unser Standardzug hat ja 4 Herzen. Tauschen wir ein einziges Teil aus, also es ist natürlich egal, mit welchem Teil, Hauptsache es ist nur ein Teil anders, wie wir es gerade haben, dann haben wir 5 Herzen und dann gibt es schon gar keine weitere Steigung mehr, außer man hat das komplette Set voll. So, hier ist auch noch so ein Ding. Ohne Beamer. Und zwar, wenn man das komplette Set voll hat, was wir heute haben werden, dann hat man 6 Herzen und das kann nur noch getoppt werden, wenn man den goldenen Zug hat, weil dann hat man nämlich 8 Herzen. Aber anders geht's ja, also es gibt da zwar noch richtig hübsche Züge und sowas alles, aber fürs Let's Play reicht mir der eine hier, den ich hier zusammenbaue in dem Spielstand und dann zeige ich euch noch den goldenen, den ich ja schon habe, im anderen Spielstand. Und ja, es gibt da echt noch coole, so ein Keks-Theme und so ein Drachen-Theme und sowas alles. So, okay, sag mal, möchtest du den nicht vorstellen, der Frau? Ich bin alt. So, alles klar. Ich warte schon mal in der Lok. Oh Mann. So, vielleicht ist es egal, dass er so ein bisschen älter ist, ne? Wir wissen alle, Frauen sind sowieso immer vorher reifer als Männer. Also, so, für den Fall jetzt so extra vorsichtig. So, Leute, dann haben wir echt nicht mehr viel zu tun. Wir müssen auch schon bald Leinberg eingefallen tun. Wisst ihr noch, Leinberg wollte von uns Finsterkristalle haben. Oder das Übel, die findet man echt erst, wenn man eine Zeitquest gemacht hat und den Bahnhof zu den Goronenminen freispielt. Also die Schienen zu den Goronenminen freispielt. Und die wir schon haben. So, hier ist auch noch ein Porter. Was ist das denn hier für einer? Wartet mal, ich glaube, ich kann... Kann ich den nicht sogar schon mal machen? Ich glaube, das ist sogar der, der... Warte mal, doch, den Bike mal. Also hier ist... Warte mal, F... G ist hier. Den hole ich vielleicht heute auch noch gleich. Den hole ich mir gleich noch. So, da kommen die ollen Dinger. Ich sehe jetzt halt auch nicht die Schilder wieder. Aber ich weiß, dass ich hier irgendwo langsam fahren sollte, ne? Irgendwo muss ich hier langsam fahren. Habe ich gerade schon gesehen. Deswegen fahre ich auch einfach mal langsam. Bis die Dinger hier down sind. Damit ich mich wieder umdrehen kann. So. Ah ne, hupen muss ich. Och Mann, ey. So kannst du doch nicht fahren. Ach. Den kriegen wir schon wieder happy. Happy, den kriegen wir voll fröhlich. Also ja, der G-Beamer, den können wir bloß noch nicht aktivieren. Den müssen wir da aktivieren, wo halt diese eine Stelle da war. Mache ich gleich. Vom Papuzzi aus. So, er ist voll mies drauf, Alter. Dumm. Aber gleich ist er richtig happy, weil wir so einen richtig hübschen neuen Zug haben. Wie gesagt, neben dem goldenen einer meiner Lieblingszüge. Oder allgemein vom Design her mein Lieblingsdesign. Weil die anderen, ja, sind zwar ganz schick und so, aber... Und ich muss den auch ganz viel Schätze verkaufen. Es tut mir leid, weil ich habe so viel Miese gemacht bei dem scheiß Spiel. Und muss erstmal richtig viel reinkriegen. So, die Präzisionskanone. So, dafür brauche ich die Olejadekugel, weiße Perlen. Alles klar. Oh, hübsch. So, na, das ist eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Gleich einbauen. Yes. Nun, nicht vergessen, bring alle Schätze schnell zu mir. Wenn du mir Finsterkristalle bringst, bring sie auch schnell her. So, bam, bam. Ein neues Zugteil, bitte. Die lockt natürlich zum Schluss, weil die am geilsten ist. So, schlichter Güterwagen. Okay, dafür brauche ich die schwarzen Perlen. Her damit. Alter, richtig nice. So, und aktiviert, eingebaut. So, und bitte nochmal, Mann, ist doch geil. So, die heiße Lok, Mann, Stahllok. Richtig schön, und dafür braucht man diese olle Krone. Wollte ich auch nur eine habe, aber zack, alles erledigt, yeah. Und eingebaut. So, jetzt verkaufe ich nur ganz viel Müll hier.
den ich nicht mehr brauche. Denn andere Züge will ich mir nicht mehr holen. Ich habe schon mal geguckt. Ich müsste mir immer noch mehr Schätze holen. Auch wenn ich so viel habe, aber ich habe noch lange nicht so viel, dass ich mir irgendwie überall was holen könnte. So, die weißen Perlenketten verkaufen. Bräuchte nie mehr. Den Schund. So, hier die euren Dinger. Alter, ich so viel bekommen, Mann. Bräuchte ohne mehr. Okay, Ela, hebe ich mir mal auf. Und diese Münzen. Alter. So, kann mir auch trotzdem noch ein paar aufheben. Ich bin ja eh gleich voll mit Maximalgeld. Das muss ja nicht sein, dass ich hier so krass verschwende. So, das reicht jetzt mal. Hups, nee. Reich, du Typi. Nicht vergessen. Ja, tschüss. So. Und Leute, mir ist auch letztens eingefallen, wisst ihr noch, ich habe doch damals mich gewundert, wie man drauf kommen soll, wann man diese ollen Porter aktivieren kann. Die wir die ganze Zeit nutzen. Oh, guck die Lok an, ist die nicht hübsch, Mann? So geil. So, und ich, das finden wir wohl in diesem von Hanno, der Lok-Fan. Der hat wohl in seinem Haus irgendwie darüber so eine Dinger, dass man weiß, wie man das macht. Aber hab ich da gar nicht gesehen. Das will ich mir mal angucken. Einfach nochmal kurz, weil das interessiert mich einfach. Wie das jetzt war. Weiter geht die Fahrt. So, jetzt hier. Ach, hier muss ich jetzt langsam fahren. Über die Brücke. Das ist ein Schild, was ich sogar einsehe. So. Oh, der Ton, Leute. Der neue Ton. Yeah, richtig geil. Voll hübsch, Mann. So. So macht die Sache Spaß. Da freut er sich. Bam, bam. Die Eisenbahn ist so hübsch, ey. Ich finde die richtig cool. So eine richtig schöne. So, das war das eine richtige Lok, Alter. Weiß gar nicht, ob die Sounds des Fahrens auch anders sind. Aber die Kanone sieht geil aus. Wie die abballert. So, dann hupen wir nochmal. Das ist wieder richtig glücklich. Ja, so macht die Sache Spaß, Mann. So, und unter dem B ist der andere Porter, den hole ich mir noch. Oh yeah. Und dann holen wir jetzt als nächstes holen wir Hanno ab, der uns einen Brief geschrieben hat. Und der will nach Prologia. Und da versuche ich das zu verbinden, dass ich gleich noch Hühner mitnehme nach Prologia. Wird also noch spannend und lustig. So, aber erstmal. Jo. In diesem Dorf wohnt die Glückliche, die mich kennenlernen möchte. Dieses Haus dort, ich eile. Du kannst ja später zu uns stoßen, wenn du willst. So. Es dürfte der richtige Mann sein. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie einen Unterschied macht oder ob man die einfach irgendeinen bringen muss. Oh mein Gott. So. Ach, du hast ja wirklich einen Kandidaten mitgebracht. Das freut mich, wie er wohl ist. Guten Tag. Bist du die Glückliche? Du bist wirklich schön. Schöner als meine letzte Freundin. Oh, was zum... Dieser Mann ist einfach perfekt. Dieser Bart. Diese Nase. Wunderbar. Dies muss das Glück sein, was mir die Alte prophezeit hat. Oh, sie ist wundervoll. Es scheint funktioniert zu haben. Ich bin sehr glücklich und das nur wegen dir. Yeah. Gut. Ach, ein weiterer Forstkristall. Es finden jetzt echt nicht mehr viele. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Alter, ist das nicht cool? Die Waldtafel leuchtet auf. Ah. Okay, auch wieder ein schönes Stückchen Abkürzung. Nicht schlecht. Neue Strecken sind nun verfügbar. So, na dann, tschüss ihr beiden Toteltäubchen, nicht wahr? Ach, wir sind so glücklich zusammen. Ich hätte nie gedacht, dass ich in so einem Dorf einmal glücklich werde. Hm? Vielen Dank, dass du mir diese nette Person vorgestellt hast. Tschüss, Mann. So, ihr habt zwar kein Bett im Haus, aber trotzdem viel Spaß. So. Der arme Typ hier, ey. Tja, die haben natürlich noch mehr das Herz gebrochen. Aber hey, ist egal. Ich habe meine geile Lok. So. Sollen wir fahren? Ich versuche mal jetzt auch nicht zu schneiden, verzeiht mir. Denn ich hole jetzt mir diesen einen Porter, der müsste mich zu G führen. Ja. Und dann bin ich ja gleich wieder bei F. Und dann sind wir wieder im Schneegebiet. Oh Gott, wie komme ich jetzt am schnellsten hin? Ich glaube hier sogar. So komme ich da am schnellsten hin. Hallo. Yes! Oh Mann, voll cool. Und dann hole ich halt Hanno ab. Gehe aber zuerst nochmal zu Hannos Haus. Weil es auch gleich da in der Nähe. Und gucke nochmal, ob da irgendwo der Hinweis steht, dass man die Tore aktivieren kann, indem man Bomben raufballert. Oh, der Zug, ey, jetzt fühlt man sich richtig cool, Mann. Tut. Mann, wer stört? Wer stört meine Euphorie als Wachführer? Hier, Mann, die. Dumm, bitte, oh. Alter, meine Lok. Dumm, bum. Oh, Präzisionskanone, ne? Schon klar. Ah, die muss doch ein Hase sein. Aber okay, der ist auf der anderen Seite. Ach, Mann, oh, Mann. Wie fies ist denn das? Da sind wir ja gleich da.
Der Hanno will nach Präludien. Nee, das war ein falscher Anfangsdorf. Nach Prologia. Bald sind wir da. Und dann sind alle happy. Oh Mann, ich hab keinen Bock auf die Hasenjagd, ey. Aber na, ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn wir alle Dinger in Frostkristalle erstmal erledigt haben, ob ich dann die Geheimbahnhöfe mache und erst dann die Hasenjagd. Ich glaube ja, ich glaube, den Hasen erledigt mir echt bis zum Schluss auf. Oder Hasenjagd, ey. Keine Lust, aber naja. Den nötigen Hinweisen und sowas wird das schon gehen. So, hier haben wir. Hier müsste halt jetzt wirklich G sein. So, dann bum. Pups! Pups! So, ein neuer aktiviert. Swing! Ach, ist das nicht wunderschön und cool. Miau. So, hoffentlich kommt es genau dahin, wo ich gerade vorbeigefahren bin. Wohin? Ja! So, seht ihr? Brauche ich gar nicht mehr markieren. So, aber ich fahre jetzt hier hin, denn das führt uns ja wieder zu dem Eisding. Jetzt kann man schon richtig schön hin und her fahren. Übrigens, der letzte H ist irgendwo hier. Also der war wirklich nicht hier, der ist irgendwo hier unten. Ich weiß nicht ganz genau wo, können wir uns mal merken. Da haben wir noch keine Schienen für. Aber dann haben wir auch alle Dimensionstore offen. Ja, ist auch mal wieder ein bisschen hin und her fahren. Ohne Schneiden, tut mir leid, das sind immer so kurze Strecken hier. Ihr solltet auch mitkriegen, wie toll die Abkürzungen wirklich sind, ja? Natürlich ist ein Schnitt die allerbeste Abkürzung in einem Let's Play, aber wenn ihr selber spielt und so, dann ist das voll schön. Guckt euch diese wunderschöne Lok an, ey. Ach Mensch. Ach, sie ist einfach schön. Ja, die anderen sind an sich auch cool, aber na, die Holzlok ist ein bisschen lame. Das ist halt wirklich echt die vom Anfang. Aber ja, ansonsten. Ja, gibt's komische Loks. Die finde ich enorm coolsten, vor allem als Set. Selbst die Goldlok sieht irgendwie nicht so hübsch aus, finde ich. Aber könnt ihr euch später selber von begutachten. So. Okay, Hanno. Der Hanno, der ist hier. Dort müssen wir ihn abholen. Aber erst gehe ich mal zu ihm und besuche ihn. Und dann schneide ich die Fahrt bis dahin. So, oh Gott. Erstmal will ich mal ganz kurz in seinem Haus gucken. Ganz kurz nur. So, stirb. Oh Gott, die Eisenbahn ist hinter uns. Oh, oh. Okay, ich muss jetzt das Ding abballern. Kann mich hier auf nichts anderes konzentrieren. Okay, gerade ist er noch weg. Bin ich schneller als die? Das hat er jetzt irgendwie gerade. Wirkt jetzt einfach so, als ob ich schneller bin als die. Okay, jetzt nicht mehr. Aber sie fährt eh woanders hin. So, jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal. Sorry, da war mir jetzt irgendwie. Ist jetzt wichtig aus Neugier. Dass man hier den Hinweis findet, wie man die Tore benutzt. So, weil der Typ hat die wohl fotografiert und sowas alles. Und deswegen ist das alles gar nicht mehr so verkehrt. So, komm her, So, der Eistyp braucht man nie wieder, wir müssen nie wieder Eis holen, Gott sei Dank. So, ich glaube sogar hier auf dem Tisch einfach. Nee, was ist das hier nochmal? Achso, okay. Hier werde ich heute Fotos machen. Genau, das war ja bitte. Nee. So, wo hat er denn noch hier was? Hier sind so eine komischen Bilder noch, guck mal hier. Hier sind noch so eine Bilder. Muss ich krank denn die nachher ranzoomen? Ah ja, okay. Regeln für Lokführer 1. So, ja, no Dampf. Da sind die ganzen Schilder erklärt. Und hier hat man... So, hier ist es denn. Ich interessiere mich für diese alten Tore, die hier in der Landschaft herumstehen. Und wenn ich recht habe, überwinden diese Tore Raum und Zeit. Es gibt zwei Sorten, die mit einem Dreieck an der Spitze und jene ohne. Wenn man dieses Dreieck berührt, sollte etwas geschehen. Ich wollte das Tor südlich des Anugi-Dorfs mit einem Stein testen. Aber ich kann einfach nicht weit genug werfen. Vielleicht kannst du es? Alles klar, da ist der nötige Hinweis. Ich will jetzt auch noch die anderen mal lesen. Sorry, machen wir doch den Part heute mal so hier. Okay, Regeln für Lokführer Nummer 4. Abruptes Bremsen während der Fahrt ist gefährlich. Sind Passagiere an Bord, ist es verboten. Behandle deine Gäste gut. Genau. So, ansonsten alle Tiere, was sich selber erklärt, mit den Schildern vor allem, dass man die Tröte ziehen soll und dass man bremsen soll. Lokführer 3. Du kennst doch sicher das Halteschild am Bahnsteig. Dann weißt du auch, dass du vor ihm halten musst. Dies ist eine Regel und außerdem im Interesse eventueller Gäste. So, okay, gut. Ach, schön, Leute. Das war's dann für heute. Ja, sorry, dass wir doch ein bisschen mehr Fahrten mal wieder drin waren.
Ihr solltet meinen hübschen Zug sehen, ja, der ist wunderschön. Mit diesem Bild lasse ich euch jetzt auch wieder zurück. Ah, die geile Lok, ey. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part hier wieder bei Spirit to Exit machen die restlichen Aufträge, vor allem mit Hanno. Der wird uns kurz, nachdem wir ihn das erste Mal abgeliefert haben, noch einen Brief schreiben. Ja, dass er woanders hin will, und dann sind wir aber bald durch mit allen Quests. Und dann kommen die Geheimbahnhöfe, dann mache ich das Ding in Hyrule-Stadt, dass ich die Arena nochmal durchmache, Level 2 und Level 3, die noch fehlen, und dann noch die Hasenjagd. Und dann gibt es bestimmt noch irgendwas, was ich jetzt bloß nicht, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber okay, bis zum nächsten Part. Tschüss, Mann.